Moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Backpack Hero Stream. Ja, beim letzten Mal hatten wir mal wieder einen richtig geilen Run, konnten viel nach Hause bringen, darunter auch ein paar Fluch-Items und ein bisschen was an Baumaterial. Das Zeug, was ich normalerweise nie durchbekomme. Hatten unseren ersten Run auch mit Zetschel gemacht und bis zum König uns durchgekämpft. Wahrscheinlich muss ich mich jetzt immer zum König durchkämpfen. Ich hoffe ja eigentlich eher nicht. Und ja, wir haben jetzt hier im Dorf nicht wirklich weiter was vor, weil alles, was wir ausgeben können zurzeit, habe ich beim letzten Mal schon ausgegeben. Und vom Prinzip her könnten wir direkt auf ein neues Abenteuer. Wir können ja mal einen Bogenrun machen, obwohl erst will ich ein bisschen was für den Bogen freischalten. Ich guck mal ganz kurz, wie viel habe ich denn für den Magier freigeschaltet? Muss ich ja hier gucken. Aber da muss ich auch erst einiges freischalten, bevor ich das mal mache. Muss ich einmal was Seltenes von Magie mitbringen. Das war, glaube ich, der Fallmacher? Nee. Das auch nicht. Das. Ich suche gerade den Fallmacher. Das ist der Fallmacher. Ja gut, den Fallrun, den können wir ruhig einmal machen. Weil wir haben ja schon ein bisschen was am Bögen freigeschaltet. Ach, im Übrigen, hier an der Stelle mal eben kurz für Twitch. Ich habe jetzt endlich hier einen zweiten Bildschirm. Das heißt, ihr habt den Chat nicht mehr in meinem Bild rumfliegen. Ich habe jetzt das hier immer auf dem zweiten. Muss nur dran denken, immer ab und zu rüber zu schauen. Aber ja. War eine Heidenarbeit, das einzurichten bei meinem winzigen Platz hier. Aber ich habe es ermöglicht. Das wird auch, wenn ich über Parsec irgendwas streame mit meinen Kollegen, denen ein Genuss und eine Freude sein, nicht mehr den Chat im Bildschirm zu haben. So, bevor ich übrigens den Run starte, ich habe vergessen, mir was zu trinken hier vorne hinzustellen. Einen Moment. So, jetzt habe ich was zu trinken hier stehen und habe den Avatar nochmal ausgerichtet. Dann gutes Outfit und wir machen Bogenschießen, Meister. Mal gucken, ob wir den Bogen durchbekommen. Das Gute ist, ich habe auch ein Lamellenschild von Anfang an. Ist ja für mich ein Genuss, jetzt hier den Chat immer außerhalb des Bildschirms zu haben. Kurz zur Erklärung. Den zweiten Bildschirm konnte ich hier bei mir nicht hinpacken, weil ich hier wirklich auf engstem Raum das hier aufnehme. Also ich habe echt nicht viel Platz. Und ja. Ich hatte vorher halt immer nur einen Bildschirm, hatte mir den immer hier angepinnt, damit ich durchgehend den Chat sehen kann. Und die Energiekosten steigen pro Schuss. Also erst gratis und danach nicht mehr. Prinzip her würde ich eigentlich schon direkt sagen, kehr nach Orderia zurück, weil ich habe den ersten eigentlich gerade richtig reingepfiffen. Obwohl, wenn ich den Rüstungstank auch noch mit nach Hause schicke. Nee. Nicht nötig. So. Was haben wir hier Schönes drin? Brauche ich nicht.
Dann gib mir noch ein bisschen Max-HP. Guck mal, kannst direkt abgeben. Nimm und nimm. Wenn ich den Schlüssel brauche, nehme ich ihn mir auch von dir. Der Bogen, den ich habe, ist halt einfach so extremst gut. Oh, hier ist nochmal ein Giftfall. Den nehme ich zum Verkaufen mit. Und den kann ich im nächsten Kampf... Ja, okay, ich habe keinen Platz mehr. Ich habe gerade gut Cash gemacht. Das würde hier mir ganz viel tatsächlich bringen. So, ich habe nur einen von denen vor der Nase. Ich muss auf jeden Fall reorganisieren, weil diesen Flammenstein, den brauche ich. Das Organisieren ist ja kostenlos. Den Fall brauche ich nicht. Das ist eigentlich ein gutes Heil-Item. Ne, ich nutze lieber den Würfel hier aus. Ich weiß jetzt nicht, ob das besser ist. Gefühlt nicht. Ich habe keinen zweiten Nahen vor mir. Es lohnt sich nicht, noch mehr mitzunehmen. So, zwei sind schon mal RIP. Der Expertenbogen ist einfach nur geil. Ah, okay, das zählt aber nicht da drauf. Hätte ja sein können. Den Schulken kann ich eben zum Werfen in der nächsten Runde. Genauso wie ich den Rüstungstrank einfach direkt verwenden kann. Hab ich nicht. Ich kann da zwei Block drauf packen. Aber standardmäßig zwei Block mehr. Was haben wir hier so? Oh! Der hatte richtig geiles Zeug, wenn man ihn besiegt. Ich nehme ruhig einmal den Schaden gleich. Und ich jetzt einfach die Regeneration von dem Fisch hier. Und dafür hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Ich meine, die Items, die verlieren ihren Effekt, wenn sie hier drin sind.
Also kann ich wenigstens ein bisschen mehr mitnehmen. Hat sich jetzt schon gelohnt, den zu töten. Es lohnt sich auch generell, wenn man das Equipment hat, ihn eher umzunieten, als zu sagen, ey, ich bin dein Freund. Bitte nicht. Danke. Den Giftpfeil habe ich gefunden. Den Giftpfeil tausche ich hier auf jeden Fall aus. Ich brauche den Schild nicht bedingt. Den kann ich auf jeden Fall in den Beutel packen. Hm, kann ich zumindest verkaufen. Bei ihm leider nicht. Ihn habe ich schon verkauft, was verkaufbar war. Da, der kauft nichts mehr. Bei dem war ich schon, ne? Ja. Der Rucksack ist das Beste, was man finden kann. Muss kurz was gucken. So, erstmal Zeug verkaufen. Kannst das haben und das auf jeden Fall haben. Brauche ich das für irgendeine Forschung? Nein, dann kannst du es haben. Die Gewürze, die hätte ich sehr, sehr gern. Die Gewürze sind nämlich eigentlich ultra geil. Weil die boosten jedes Verbrauchs-Item. Ja, hier haben wir wieder den einfachsten Gegner von allen. Zweimal schießen. Blocken. Der ist wirklich easy. Ich bräuchte einen Schlüssel. Mein Fehler. Das ist auch einer der einfachsten Gegner einfach. Du musst nur dran denken, dass du als letzte Aktion immer blocken machst. Dann ist dieser Schatten wirklich ein Witz. Den würde ich mir gerne in den Beutel packen. Und dann nehme ich noch die Shurikens mit, einfach zum Werfen. Und da haben wir unser Opfer. Der ist schon RIP. So, und jetzt kann ich einfach reinschießen. Level up.
Das ist ein legendäres Zubehör. Allein schon zu verkaufen will ich es mitnehmen. Ich hätte gern einen Schmiedeplatz auf dem Bogen. Das ist der schlimmere Gegner. Umorganisieren ist ja eh gratis. Was haben wir hier Schönes? Brand auf die Pfeile. Und dort. Ich habe einen Plan. Was ich beim Boss jetzt mache. Oh, 5 Status-Effekte auf einmal? Abwehr habe ich diese Runde ja genügend. So, die Gewürze packe ich vorübergehend hier rein. Mache ich ein bisschen mehr Damage. Und tot. Geschafft. Das war ein guter Run. Ohne Witz, das war wirklich ein sehr, sehr guter Run. Können wir da ein paar Sachen abgeben? So, einen seltenen Schild. Dann investiere ich lieber in den Schild. Spiegelschild scheint sehr nützlich.
Ja, in die Schuhe investiere ich, glaube ich mal. Ich gucke vorher natürlich, ob ich die noch woanders sinnvoll verwerten kann. Nicht nur dort. So, hier einmal diesen speziellen Wurfstern. Ich habe ja noch einen Schulken mitgebracht. Muss aber deutlich mehr noch mitbringen. Da gucke ich erstmal. Ja, deswegen. Backsteinpfeil. Der Flammenedelstein. Also die Bögen, die können eigentlich auch ultra stark sein, ne? Wie man ja gerade eben sehen konnte. Als nächstes muss ich auf jeden Fall viel an Magie mal mitbringen. Vorher brauche ich den Magie-Run gar nicht erst angehen. Was Magie angeht, habe ich jetzt ja echt gar keine Items. Hier brauche ich auch noch mal den Flammenedelstein. Hier hätte ich den Schulken investieren können. Okay, hier wird Giftpfeil zum einen benötigt, dem einen Mana-Stein kann ich abgeben. Da warte ich lieber auf einen Billo-Bogen, glaube ich. Obwohl, ich habe zweimal legendäre Bögen. Der Falkenaugenbogen, der ist ja sogar noch mehr extra geil, weil den kannst du in zwei Richtungen verwenden. Bis ich einmal speziell diese Bögen brauche, ne? Ich muss mal dringend magische Objekte nach Hause bringen. Das hier können wir uns auf jeden Fall jetzt gönnen, den Smaragd. Und genauso den Ring der Wut. Wir haben dadurch den Ring des Unheils freigeschaltet. Dafür brauche ich auch den Ring der Wut. So geil ist er aber nicht. Bisschen mehr und ich hätte auch noch die rote Perle. Irgendwas, von dem ich mich trennen kann. Da kriege ich halt nur 11 bei raus. Ne. Dann mal wieder auf ins Abenteuer. Das endet nach Bereich 2. Muss ich eigentlich das normale Schwert nochmal durchbringen? Ja, die Holzklinge muss ich durchbringen für das Holzmesser. Ach ja, die Sanduhr, die ist ja auch mega zum Kotzen, ne? Bonusschaden, aber wenn man nutzt, kriegt man einen Minus. Warte, ich habe eine ganz tolle Idee. Damit die Holzklinge einfach instant zu Hause ist. Ich weiß, das ist wie Cheaten. Aber so muss ich mir den Stress mit dem Schwert gar nicht erst antun. Ach, das ist das andere Schwert. Na gut, aber trotzdem kann ich jetzt. Dann kann ich wenigstens das eine Ding noch kaufen. Bevor ich in den Dungeon gehe. Hier, das hier. Dann habe ich die rote Perle auch noch.
falls sie jetzt irgendwas freischaltet. Haben ja auch nichts verloren dadurch, also. Ich brauche speziell Holzklinge, das ist Holzschwert, das ist gerade der Fehler. Es ist schön, dass das Spiel mir anbietet, dass ich eine Mahlzeit mitnehme. Aber im Endeffekt bringt es mir nichts. Die Sanduhr ist richtig mies. Weil da muss ich mit Kratzen arbeiten. Einmal hau ich zu, dann bin ich nämlich eine los. Ist das die Klinge? Das ist die Klinge. Einen Moment. Absicht. So, diesmal haben wir die richtige Holzwaffe. Wenn es direkt am Anfang von One ist, dann kann ich mir halt wenigstens den ganzen Scheiß sparen, der damit zusammenhängt. Muss ich mich nicht darauf fokussieren, dieses Drecksobjekt mitzunehmen. Danke. Ja, hätte sich sowieso nicht gelohnt, das Feuer zu öffnen. Magie muss ich mitnehmen. Lohnt sich nicht mal mitzunehmen. Ich kann mir nichts Sinnvolles leisten. Ja, alles außer dem Sumpf bitte. Jetzt muss ich es nur hier durchschaffen. Da ist unser Itemtyp. Einen kann ich kaputt kratzen. Block einfach so lange, bis mir die Mottenbombe was bringt. Schaden mache ich. 50 hat der. So gesehen. Der Schaden, der lohnt sich nicht. Der wird mir so oder so, so schnell wieder entfernt. Wenn wir eine Eile auf meinem Schild haben. Dafür spare ich mir die 24 zusammen. Direkt geworfen. Ihm will ich einfach nur tot sehen. 15 Schaden mache ich, also kann ich die Mottenbombe beruhigt werfen. Ihn einmal kratzen, damit das Ausweichen weg ist. Damage mache ich mit dem Teil. Dich kann ich off-finishen. Und ab und zu kann ich mit dem geneigten Schwert tatsächlich angreifen.
zählt das Katzen? Nee, das Katzen zählt nicht zu dem Bluthandball. Noch nicht. Jetzt macht es genügend. Brauchte ich den glücklichen Buckler? Das Kettenhemd brauche ich. Den verkaufe ich dir tatsächlich. Oh, ich habe das gute Schuhwerk mal gefunden. Schade, dass ich nichts davon auch nur ansatzweise mitnehmen kann. Ach, der schon wieder. So, einmal kann ich dich finishen. Dich muss ich zerstören, bevor du irgendwie was machen kannst. Das ist eine gute Kombination, das Kettenhemd und die Mottenbombe. Jedes Mal, wenn die Mottenbombe genutzt wird, kriege ich mehr Abwehr. Und zwar dauerhaft. Nee. Jetzt aber. So, ich kann ihn einfach kaputt kratzen. Das geneigte Schwert ist wirklich perfekt gerade für diese Sanduhr. Weil es den negativen Effekt wirklich aushebelt. Auch wenn es über Runden hinweg geht. Mehr Inventarplatz ist immer schön. Nochmal ein Kurzschwert. Einen Schlüssel habe ich eh nicht und ich glaube, du verkaufst auch keinen. Nee, also an die Kiste kann ich generell nicht. Okay, an die Kiste kann ich auch nicht. Die Eile kann ich auf mein Schild packen. Eile auf Schild ist immer gut. Ein seltenes Item, aber für einen Fluch. Dann kriege ich wieder einiges an Geld. Mal gucken. Ach, du hast den Morgenstern gefunden. Nämlich statt dem alten Ding. Ich weiß, dass ich einen Hackbeil brauche, aber dem, was ich gerade dabei habe. Ich bin gerade so gut ausgestattet. Ich kann eins von den Umschlägen loswerden. Die Kisten, die kann ich sowieso nicht öffnen. Wenn alle höchstens hier jetzt noch gucken. Ja. Auf der Mottenbombe wäre es ein kurzer Spaß. Ich pack's auf den Morgenstern. Wie gesagt, die Kisten kann ich nicht öffnen, ich habe keinen Schlüssel. Ich glaube, da haue ich instant drauf. Auf den Typen habe ich keinen Bock.
Ein bisschen Schaden könnte ich ruhig mit Absicht fressen. Oder auch nicht. Ich habe eh die Vampir-Axt. Mit der Vampir-Axt kann ich mich nämlich ein bisschen hochheilen. Ja, ganz ehrlich, das Hackbeil, das nutze ich so früh ich kann. So. Dich kann ich finishen. Auf das Teil bräuchte ich eigentlich auch Eile. Da muss ich mit Waffe arbeiten. Ich mache sonst selten Schaden. Es dauert sonst ewig, den Down zu kriegen. Den Stapelstern, den brauche ich sogar noch mal. Ja, nehme ich bei einem anderen Run mit. Das Zeug, weil ich jetzt gerade dabei habe, ist zu wertvoll, um es wegzuwerfen. Och nö, nicht der schon wieder. So, weg mit dem. Sollte eigentlich genügend blocken können. Dich will ich loswerden. Du bist es, der die Gegner beschwört. Die Vampir-Axt nur nutzen, wenn ich viel an Schaden habe. Der Bottenbombe kann ich das Ding jetzt finishen. Dann hauen die anderen auch ab. Die hätten sowieso kein XP gegeben. Warum kann ich die von dort aus nicht nutzen? Oh, das Steak. Was haben wir denn dort? Wenn ich Inventarplatz hätte, dann würde ich es machen. So, tschüss. Einmal kratzen. Ich hau gleich einfach mit der Vampir-Axt drauf. Noch macht die Mottenbombe nicht genügend Damage.
Hier auch nochmal sicher. Und warte nochmal ein, zwei Runden. Das Hufeisen ist jetzt auch so ein Item, das ich unbedingt haben wollte, ne? Ist auch nichts Geiles drunter. Das Bowblade hat den Vorteil, dass man es auch als Bogen verwenden kann. Hier wäre wieder die Lanze. Ich glaube, selbst wenn ich beide umniete, kriege ich jetzt nicht genügend HP. Ach, HP-Punkte zusammen. Einfach erstmal nur blocken. Ihm muss ich damit draufhauen. Einer weniger. So, das Gift kam gar nicht erst zum Einsatz. Das ist ganz nett. Wen darf ich eine mit dem Besen überziehen? Das ist jetzt schon wieder nichts irgendwie ansatzweise Interessantes runter. Was habe ich denn für ein Item-Pech? Das geneigte Schwert ist jetzt erst ab 11 Runden nützlich. Schlüssel. Einmal reingucken. Für die Lanze. Ja. Das war aber nix. Der lohnt sich nicht. Jetzt sind mal was richtig. Einmal Energie boosten, seltener Schild. Kann ich aber nicht mitnehmen. Alle höchstens die Spaghetti mitnehmen. Und dafür müsste ich dann das Hackbeil wegwerfen. Nee. Für den reicht's.
dem muss ich off finishen, instant. Und bei dir warte ich einfach, bis das Motten-Ding stark genug ist. Was ein paar Runden zwar dauert. Können auch einfach die ganze Zeit zu beenden drücken. Eile ist so geil auf einem Schild. Wenn man durchgehend mehr Abwehr bekommt, dann brauchst du die ganzen Rüstungen eigentlich nicht. Wenn da einmal Eile drauf ist, brauchst du keine Rüstung mehr. 103, immer noch nicht mal ansatzweise genügend. Da kommt halt jede Runde 10 drauf. Nehmen wir mal die Abwehr weg. Ich mache hier mittlerweile mehr als genügend Block. Ich kann gerade einfach drauf loskratzen. Eine Runde noch. Tschüss. Deswegen liebe ich die Mottenbombe. Da ist auch nichts Geiles drunter. Da war sogar ein neuer Fluch drunter, wenn ich es richtig gesehen habe. Seltenes Item. Ein Rapier. Ich brauche jetzt nicht speziell die Vampir-Axt. Dann nehme ich lieber das Rapier mit. Gehe ich nochmal zum Schmied und gebe aus, was ich ausgeben kann. Kriege ich jetzt zusätzlich auch jede Runde eine Energie mehr. Und da das jetzt eh der Boss ist und ich danach eh aus dem Dungeon verschwinde, kann ich jetzt die Waffen ruhig verwenden. Baue mir einmal kurz eine Abwehr auf. Das Rapier, das wird auch nebenbei stark. Damit kann ich einen von denen loswerden. Ich block genügend. Und gleich kann ich einen von denen so oder so mit der Bombe loswerden. Oh, doch nicht. Hat gerade so nicht gereicht. Warum auch immer. Aber ich habe hier noch den Rapier. Ich weiß, was ich mache. Ich vernichte den gleich einfach mit dem Rapier in einen Zug.
So. Tschüss. Ja, danke. Der Stundenzeiger wurde damit freigeschaltet und gleich die verbesserte Uhr. Weil ich kann das jetzt umtauschen. Endlich habe ich den Sanduhr-Run geschafft. Das ist auch nicht so einfach, wie es sich anhört. Muss das Teil finden. Ach, die Sanduhr hatte ich sogar schon mal geschafft. Stimmt ja, ist ja das zweite davon. Die umgekehrte Sanduhr, die rote Sanduhr, hat im Prinzip den besseren positiven Effekt. So, irgendwo spezielle Items, die gebraucht werden. Das Catnap kann ich auf jeden Fall schon mal abgeben. Das dann direkt oben drauf. Dann habe ich die Plattenrüstung jetzt. Da fehlt nicht mehr so viel. Eine seltene Waffe. Nehmen die das geneigte Schwert ruhig. Gebe ich direkt das Ungewöhnliche ab. Irgendwo war ein Teil, das nur noch ein Shuriken brauchte. Das hatte ich mir gemerkt. Warte mal, bei den Stäben erst gucken. Ich weiß nicht, was eine ätherische Klinge war. Ich weiß, dass ich die mal hatte. Ich weiß nur nicht mehr, was die brachte. Hier brauchte ich nur noch einen Shuriken für den Shurikenbeutel. Shuriken muss ich so viele mitbringen. Ich sehe jetzt nicht, dass irgendwo noch eins der Eisen speziell gebraucht wird. Dann gönne ich mir mal. Ach, ich hätte das noch mit drauf packen können. Jetzt habe ich ein bisschen weniger. So, wo können wir noch was freischalten? Den Kopierstern konnten wir freischalten. Auch irgendwas Neues direkt? Nee. Ach, hiervon will ich auch mal was freischalten. Gesegnete Streitkolben wäre ganz nice als erstes. Diese Segnungs-Items, die habe ich halt alle noch nicht. Muss ich auch mal halt freischalten. Hup. Essen kann ich ruhig ausgeben. Essen ist wirklich meine geringste Sorge. Ich habe sogar zu viel. Brauche ich nicht, bräuchte ich nicht. Allerdings dafür könnte ich es nutzen. Ich kann das halt auch leider nicht umtauschen irgendwie. Gut, können wir direkt wieder rein, ne? Ist jetzt auch nichts Neues mehr dazugekommen. Wir kommen voran. Ich muss auf jeden Fall dann denken, ich muss unbedingt richtig viele Shurikens mal mitbringen. Shurikens und einen Hackball. Die brauche ich auf jeden Fall. Warum nehme ich nicht mal hier Tote mal mit?
Die kämpft mit diesen Schnitzereien. Machen wir da mal unseren ersten. Wenn ich hier das Tutorial mache, dann kriege ich auch direkt ein paar Sachen. Erstmal das Tutorial einfach. Bote war nämlich auch so ein spezieller Charakter. Die hat da unten die Teile drin. Die packt man immer so ab und zu da rein und nutzt sie dann. Tote zeichnet bei jedem Zug Schnitzereien. Diese besonderen Items können in ihrem Rucksack gelegt werden. Wenn sie eine Schnitzerei platziert, beschwört sie sie. Viele Schnitzereien haben Effekte bei der Beschwörung. Beispielsweise die hier. Wird beschworen, ist in einer Reihe und ist dann weg. Einige können halt beschworen werden, wie zum Beispiel Schwerter. Das ist ja jetzt nur das Tutorial. Dann gibt es noch welche, die haben Kosten. Man nutze das. Ja, manchmal muss man das Zeug auch wegwerfen. Ja, manche werden verbannt. Also mit dem Wegwerfen schmeiße ich die halt wieder ins Deck zurück. Und das war das Tutorial. Danke für den Samen. Kann ich auf jeden Fall in den Laden verwerten. So, und dann noch einen richtigen Run mit Tote, würde ich sagen. Das magische Bogenschießen. Bogenschießen, bleibt Bogenschießen. Bei Tote gibt es halt eigentlich überhaupt keine Arten von Vorbereitung, so wirklich. Weil wird ja eh alles da reingepackt. Tote, finde ich, ist aber auch einer der räudigsten Charaktere. Sie ist halt sehr speziell, ne?
Du schießt nicht. Eigentlich gut ist, man muss sich über den Inhalt seines Rucksacks kaum Gedanken machen. Ich habe ja gerade Pfeile. Würde ich hier nach rechts arbeiten. Wenn Tote noch ihre Schnitzel reinbekommt, fügt sie ihrem Deck hinzu. Sei vorsichtig, welche du mitnimmst. Du kannst sie später nicht einfach zurücklassen. Jedes Geschäft kann eine Schnitzerei entfernen für einen Preis. Deswegen mag ich die auch nicht so wirklich. Mit drei Säften? Bei ihr ist halt speziell, was nehme ich mir mit? Aber ich kann kein volles Inventar haben. Das ist der Vorteil von Tote. Ich bete immer für die. Schwester Speer, ich habe eine Waffe dafür bekommen. Aber das heißt nicht, dass sie nur auf diese Schnitzereien beschränkt ist, ne? Ich kann natürlich auch sowas hier finden, wie einen Herzring oder sonstige Items. Aber das ist der Teil, den ich nicht so mag. Den packe ich schon mal dahin. Einmal draufhauen, dann tötet das Gift. Das Gameplay mit der ist halt wirklich speziell. Nein, du haust nicht mit meinem Geld ab. Ah. Ja, Leute, man merkt, Tote ist so ziemlich ein Hasscharakter.
Zum Glück brauche ich jetzt gerade keine Abwehr. Also eigentlich. Warum habe ich das direkt da drunter getan? Todesrucksack ist schnell voll. Wegwerfen wirft alle Schnitzereien aus ihrem Rucksack weg. Verwende dies, wenn du mehr Platz benötigst, um neue Schnitzereien zu beschwören. Du kannst sie später noch einmal ziehen. Wegwerfen fügt auch Schaden für jede abgelegte Schnitzerei. Füge Tote ihrem Ziel zusätzlichen Schaden zu. Mal kurz verwerfen. Ja, als ob ich das so großartig verhindern kann. Ich nehme lieber das. Habe ich Glück? Nein. Einmal den Speer zum Nutzen. Verdammt. Aua. Ich mag Tote überhaupt nicht. Ja, schlau. Ich habe halt schon wieder so ein Bogenbild. Der wäre ganz gut. Oh, durchgehen, was zum Heilen dabei haben. Das nehme ich auf jeden Fall. Nein. Im Prinzip will ich nichts mitnehmen, was auch nur ansatzweise verbannt hat. Ich weiß nicht, wie das jetzt hier beim Story-Modus mit den Schnitzereien ist. Ob ich die jetzt unbedingt da in dem Rucksack vorne haben muss oder ob es reicht, wenn ich die hier ansammle. Da habe ich überhaupt keine Ahnung. Werden wir einfach mal direkt das Bienchen los. Ja, den Bogen kann ich gerade gut gebrauchen.
Okay, jetzt habe ich endlich mal drei Säfte, dann bringt mir das auch was. Haben jetzt auch mal einen anderen Händler. Ich kaufe die beide. Seltenes Item des gleichen Typs. Ich hab ja nur den Ring. Danke. Die 5 AP waren jetzt auch nicht so wichtig. Okay. Einfach mal würfeln. Am meisten interessiert mich das ganz oben. Da kommt man dann nämlich auch mal den Ring hier. Schon mal zwei Sachen und ein Getränk zum Nutzen. Wird gleich auch instant genutzt. Und ich weiß sogar bei wem. Ah, das Ding heilt mich nur einmal. Aber dafür kriege ich direkt 3. 4 HP. Ist auch ganz nett. Den bin ich auch instant losgeworden, den Glückstypen. Das packe ich mal nach hier hinten. Ich packe zumindest einen Fall schon mal dahin. Ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich den Bogen jetzt nutzen kann. Oh, das ist nice. Ich nehme das Buch. Erfahrung. Erfahrung ist immer besser. Außer man ist halb tot. Natürlich? Was bringt mir denn natürlich? Was macht natürlich? Jetzt muss hab ich wieder ins Büchlein gucken. Informationen. Natürlich. Ah, damit kann ich mir etwas machen, dass ich safe immer ziehe. Ja, dann mache ich das grüne Herz auf natürlich. Kann ich mich jedes Mal zum Kampfbeginn direkt heilen. Ist gekauft. Ich glaube, ich mache nicht genügend. Nee. Ich glaube, ich werde jetzt gleich erfahren, was es damit auf sich hat. Ich kann es eh nicht verhindern. Ich kann es nicht verhindern, dass ich sterbe. Ja, man holt sich das hier. Schön, dass das geklärt ist.
Oh, hey, wir haben eine Schnitzerei nach Hause gebracht. Die kann ich, glaube ich, auch nur für Tote verwenden. Woanders haben die gar keinen Nutzen. Weil dieses magische Myzel, das ist hauptsächlich nur dafür da. Hier kann man zwei Schnitzereien abgeben. Hier ist auch noch eine, das ist aber auch eine tote Quest. Ja, diese Schnitzereien bringt man hauptsächlich für Tote mit. Gebe ich erstmal hier die ab. Ein Grund mehr, warum ich Tote nicht so wirklich mag. Die mochte ich auch schon vor dem Update mit dem Story-Paket überhaupt nicht. Ich werde sowas von sterben. Ohne das Ausweichen wäre ich jetzt gestorben. Aber ich werde jetzt sterben. Deswegen hasse ich Tote. Tote ist so ziemlich der ekelhafteste Charakter. Ich habe doch gerade eine Schnitzerei nach Hause geschickt, oder nicht? Ich muss mal ganz kurz gucken, wenn ich jetzt hier Tote nehme. Nee, nicht das. Um Gottes Willen, die muss ich wirklich bis ganz nach unten durchbringen, weil da ist keine Endbegrenzung. Um Gottes Willen. Also Tote fühlt sich halt so hart eigentlich nur wie eine Bestrafung an. Für ihn muss ich ja immer noch die Roboterbeine finden. Das Traurige ist, ich habe halt wirklich alle Ebenen intrigiert. Das heißt, ich muss mit Tote wirklich einen kompletten Run machen. Das schaffe ich nie im Leben. Ich wiederhole es nochmal. Tote ist wirklich der beschissenste Charakter des gesamten Spiels. Es macht überhaupt keinen Spaß, die zu spielen. Also YouTube hat den Run da jetzt wahrscheinlich sowieso nicht gesehen, weil bisher das einzige von den Total Runs, was ich durchgeschafft habe, war das Tutorial. Und YouTube sieht nur die Runs, die auch irgendwo was gebracht haben. Auf jeden Fall, Leute, wenn es euch gefallen hat, später bei YouTube ein Abo und ein Like da lassen, auf Twitch ein Follow. Und von den YouTube-Zuschauern verabschiede ich mich an der Stelle als erstes. Euch wünsche ich noch einen schönen Tag oder einen guten Nacht, je nachdem, wann ihr das guckt. Euch, ciao.